Mein Name ist Tahir Della, ich bin eigentlich gelernter Fotograf, aber schon seit einigen Jahren Vollzeitaktivist zu den Themen Aufarbeitung Kolonialgeschichte und Beschäftigung mit rassistischen Verhältnissen in der Gesellschaft. Mein Name ist Marianne Berlin-Mudumbu und ich bin vom Beruf her Diplom-Dolmetscherin, aber auch Kulturwissenschaftlerin und ich bin Mitgründerin des Zentralrats der afrikanischen Gemeinde in Deutschland. Mein Name ist Omar Diallo, ich bin Diplom-Soziolog und arbeite als Leiter des Afrika-Hauses Berlin. Ich heiße Kini Ha, ich bin promovierter Kultur- und Politikwissenschaftler und arbeite an der Uni Tübingen. Kolonialismus bedeutet, ein fremdes Land zu besetzen und auszubeuten. Wenn man sich ein Wörterbuch anschaut, und zwar ein lateinisches Wörterbuch, dann sieht man zwei Definitionen. Zunächst einmal bedeutet es, sich niederlassen, irgendwo niederlassen, und zum Zweiten auch pflegen, so wie Gartenpflege. Deswegen benutze ich dieses Wort so wenig wie möglich. Kolonialismus ist ein globales Unrechtssystem, das über 500 Jahre lang entstanden ist, entwickelt wurde, das einherging mit der Inbesitznahme aller außereuropäischen Kontinente, der Zerstörung der vorgefundenen gesellschaftlichen sozialen Strukturen, der Auslöschung aller vorgefundenen Kulturen, mit Versklavung, mit Verfolgung, mit Unterdrückung und global wie lokal, also hier in Deutschland, hier in Europa, seine Fortwirkung bis heute hat. Deswegen hat Professor Marimba Ani ein Wort auch ins Laufen gebracht und das ist das Wort Ma'afa. Ma'afa bedeutet große Zerstörung, Trauma, in der Kiswahili-Sprache. Und für mich gibt es ein bisschen besser wieder, was eigentlich passiert ist. Diese große Zerstörung. Kolonialismus beginnt im Grunde genommen mit der sogenannten Entdeckung Amerikas durch Kolumbus. Es war natürlich keine Entdeckung, weil Menschen haben dort schon vorher gelebt, vor Kolumbus. Und Kolumbus hat sofort angefangen, Menschen vor Ort auch wiederum zu versklaven, zu verfolgen, zu ermorden und hat alle gesellschaftlichen Strukturen, die er vorgefunden hat, sofort in Besitz genommen bzw. zerstört. Das heißt also, die Geschichte geht über 500 Jahre lang und hört auch nicht mit der sogenannten Entkolonisierung der Nationen auf dem afrikanischen Kontinent auf, weil die Abhängigkeiten eben fortbestehen. Also wir müssen wirklich von 500 Jahren sprechen, in denen unterschiedliche Phasen natürlich stattgefunden haben, unterschiedliche Akteure aktiv waren, Länder auch unterschiedlich sozusagen auch ihre Gewichte auf die Kolonisierung des Außereuropäischen gelegt haben, aber eben über 500 Jahre lang angeht und eben deswegen muss die gesamte Geschichte in Blick genommen werden, wenn wir uns damit beschäftigen, woher kommt dieses Ansinnen, alle außereuropäischen Kontinente zu besetzen, auszuplündern und zu zerstören. Spanien, Portugal, Frankreich, Holland, Belgien, Deutschland, Norwegen, Schweden, Italien. Kolonialismus hat nicht nur mit Afrika zu tun, sondern das war weltweit, also Asien und Deutschland hat auch Kolonien gehabt in Asien, in Amerika zum Beispiel. Weil wenn wir uns natürlich an Bartolomé de las Casas erinnern, der natürlich als Befreier der indigenen Bevölkerung in den sogenannten Amerikas dargestellt wird, ist auch die Persönlichkeit, die dazu aufgerufen hat, dass Menschen aus Afrika versklavt wurden und in die Amerikas gebracht wurden. Also, wann hat es angefangen? Man kann auch mit den ersten päpstlichen Dekreten, Erlasse auch anfangen. Und das ist auch viel früher. Also, wie gesagt, es gibt eine Kontinuität, eine direkte Kontinuität zwischen Versklavung und auch das, was hier als Kolonialismus bezeichnet wird. Also die Kongo-Konferenz ist ganz einfach gesagt die Aufteilung Afrikas in Berlin 1884 und 1885 unter Bismarck. Deutschland beschreibt sich ja gerne als eine Nation, die ganz kurz nur Kolonien hatte, spätestens nach der Konferenz 1884
in Berlin, wo Bismarck eingeladen hat, die europäischen Mächte den afrikanischen Kontinent aufzuteilen. Tatsächlich war aber Brandenburg schon sehr früher aktiv, im 17., 18. Jahrhundert. Zum Beispiel mit der Errichtung des Forts an der heutigen Küste Ghanas Großfriedrichsburg durch Gröben, der dort eine Versklavungsstation betrieben hat, der also Menschen sozusagen von den afrikanischen Ländern in die Amerikas deportiert hat, der am Dreieckshandel beteiligt war und auch da seine Profite gezogen hat. Und Deutschland, Brandenburg, war ein Jahr stärker involviert im Versklavungshandel als England und Frankreich zusammen. Also Deutschland war sehr viel früher, vor 1884, aktiv in diesem europäischen Projekt und hat auch selbst nach der Aberkennung, nach dem Ersten Weltkrieg, noch Ambitionen gehabt, Kolonien zu kriegen, wieder zu kriegen, zurückzuholen. Und das macht, glaube ich, deutlich, dass die Geschichte eben kompletter, ergänzender erzählt werden muss und nicht so verkürzt, dass Deutschland eben nur über sehr kurze Phase Kolonialmacht war. Dieses deutsche Kaiserreich wird immer häufig als eine Art verspätete Kolonialnation verstanden, weil sie sich auch spät als eine Nation konstituiert hat, verglichen mit anderen westlichen Nationalstaaten. Nichtsdestotrotz war ihr Kolonialismus und ihre Kolonialexpansion nicht weniger aggressiv und wurde nicht weniger zielstrebig verfolgt. Das heißt, man kann sagen, Deutschland kam spät und hat dann versucht, das durch eine besonders aggressive Art und Weise zu kompensieren. Dementsprechend hatte dann Deutschland innerhalb von zwei Jahrzehnten ein globales Imperium geschaffen mit Kolonien, in denen weite Teile Ostafrikas, auch Südafrikas kolonialisiert wurde, in denen Teile Ozeaniens, wie zum Beispiel die sogenannte Bismarckinsel oder Neuguinea und auch Deutsch-Samoa kolonialisiert wurde. Und um 1900 herum wurde in einer Militärmission mit klassischer Kanonenbootpolitik das chinesische Kaiserreich dazu gezwungen, einen Pachtvertrag zu unterschreiben, in dem die Kaohsiung-Bucht mit Tsingtau als urbanes Zentrum dieser Bucht für 100 Jahre an Deutschland überschrieben wurde. Und dort baute man die sogenannte deutsche Musterkolonie. Die Musterkolonie China ist deshalb so beschrieben, weil das ein Beispiel sein sollte für die anderen Kolonien auch auf afrikanischen Kontinent. Man hat also Strukturen entwickelt, ausprobiert, man hat Hierarchien ausprobiert, entwickelt und all das dazu führen, dass die Verwaltung, die dort aktiv war für Deutschland, für Preußen, dass die eben eine funktionierende Kolonie betreiben konnte. Das heißt also, die Strukturen, die dort entworfen worden sind, waren oder galten als Modell auch für die anderen afrikanischen Länder oder für die afrikanischen Länder, die ebenfalls kolonisiert worden sind. Und deshalb das Musterbeispiel quasi als Modell, als Grundlage für weitere Kolonisierung. Deswegen war diese Eronama Widerstand, also ich glaube, das war 1904. Und dann auch, dass die Eronama haben auch Widerstand also geleistet gegen die deutsche Besatzungstruppe. Und dann hatte man auch diese Vernichtungsbefehl damals also gegeben von General Lothar. Also so, der hatte diesen Befehl gegeben. Und dann war auch Widerstand auch in Tansania, heutige Tansania, Maji Maji Krieg, das hat auch viel Leben gekostet. Das war auch in Kamerun, auch Widerstand, auch in Kamerun und so weiter. Da der König von Douala zum Beispiel wurde auch umgebracht, zum Beispiel, der eigentlich auch in dem damaligen Vorstellung von Menschen, die waren nicht gegen Kolonialismus. Die haben nur gesagt, also wir können nicht akzeptieren, dass unser Volk so schlecht behandelt wird. Ja, also wenn man von Menschenrechten spricht, das gilt auch heutzutage, für heutzutage, aber man kann auch die Menschenrechte haben keine Farbe sozusagen. Also Menschenrechte sind für uns alle, die hier leben. Deswegen war immer Widerstand, weil die haben festgestellt, dass die Lebensräume
sind auch schon so unter dieser Besatzung, unter dieser Ausbeutung immer weniger. Die Leute standen immer unter Druck und so. Dann haben wir Widerstand. Also geleitet. Wenn wir heute über Widerstand sprechen, ist es wichtig, deutlich zu machen, dass dieser Widerstand gegen die Kolonisierung aller außereuropäischen Kontinente von Anfang an stattgefunden hat. Die Menschen haben sich von Anfang an zur Wehr gesetzt, haben von Anfang an erkannt, was hier passiert, was mit ihnen passiert, was mit den Gesellschaften passiert. Und deswegen müssen wir auch bei der Bearbeitung dieses Themas vor allen Dingen den Blick darauf richten, wie haben sich Menschen organisiert gegen die Kolonisierung, gegen Unterdrückung, gegen Versklavung. Diese Geschichte fällt meistens hinten runter. Wir sprechen sehr viel über die Täter. Wir kennen Kolumbus, wir kennen von Trotha, wir kennen Wismann, wir kennen Peters, aber wir kennen nicht wirklich die Namen von den Menschen, die eben ganz aktiv sich in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart gegen dieses europäische Unrechtssystem zur Wehr gesetzt haben. Und es ist wichtig, das im Mittelpunkt zu stellen bei der Bearbeitung und Aufarbeitung. Das afrikanische Viertel war ein Projekt von Karl Hagenbeck. Karl Hagenbeck gilt ja als der Revolutionär in Bezug auf die Zoos, die wir heute noch kennen tatsächlich. Die aber nicht nur Zoos waren, in denen Tiere gezeigt worden sind, sondern das waren Plätze, Räume, in denen auch Menschen tatsächlich ausgestellt worden sind. Die sogenannten Völkerschauen sind seine Erfindung gewesen. Und das afrikanische Viertel war so ein Projekt, ein Großprojekt tatsächlich, muss man sagen, wo eben nicht nur Tiere ausgestellt werden sollten, sondern auch tatsächlich eben die Menschen aus den deutschen Kolonien, um deutlich zu machen, wie leben denn die Menschen in den Kolonien. Das war natürlich nicht wirklich authentisch, sondern es war natürlich getragen von den kolonialrassistischen Fantasien, die man zu der Zeit eben ganz gerne in Europa verbreitet hat und die klar machen sollten oder so, dass diese einzelnen aktiven Schritte, eben Zoos zum Beispiel, aber auch Museen, eben auch Teil dieses kolonisierten Denkens gelten muss. Und das afrikanische Viertel ist sinnbildlich insofern dafür, weil auch damit deutlich wird, wie aktiv Deutschland, eben Preußen, eben in diesem kolonialen Projekt war. Die Straßennamen zum Beispiel sind ein Zeugnis davon, welche Männer da geehrt werden, Männer, die eben ganz aktiv, wie Peters, Wismann, Lüderitz, wie aktiv diese eben in diesem kolonialen Projekt waren von Anfang an und wo klar wird, dass diese Menschen nicht bloß aktiv waren, sondern eben auch die schlimmsten Verbrechen verübt haben, auf die wir uns immer noch positiv beziehen mit diesen fragwürdigen Straßennamen. Müllerichstraße, Nattigallplatz und Petersal, die soll umbenannt werden. Aber die Beschlüsse sind schon da. Aber es gibt so Prozesse von pro-afrikanischen Vätern, die das bremsen. Dann haben wir noch die Mondstraße. Was ich persönlich interessanter finde, das kriegt jetzt einen Namen von einer gelehrten Philosophe Anton Wilhelm Amo. Das ist, was ich persönlich interessanter finde, weil ich habe gesagt, das ist so, für mich geht es darum, dass man so was in diese Topografie der Stadt nicht präsent war, die zu integrieren. Das ist so viel Priorität und so. Aber diese Diskussion, Mondstraße, was bedeutet die Bedeutung und so weiter. Also ich finde, man kann das machen, aber ich finde schon wichtig, dass Anton Amo einen Name Präsenz ist in dieser Stadt und so weiter. Das ist so. Die Zivilgesellschaft hat ja von Anfang an deutlich gemacht, dass der öffentliche Raum mit seinen Straßennamen und Plätzen ganz wichtig ist bei der Wahrnehmung, inwieweit Deutschland eine Kolonialmacht war tatsächlich und was es mit unserem Bewusstsein, gesellschaftlichen Bewusstsein tatsächlich macht. Straßennamen haben ja eine ganz klare Funktion. Zum einen sollen sie uns helfen, dass wir uns in der Stadt orientieren können, dass wir von A nach B kommen, ohne uns zu verlaufen. Und zum anderen natürlich aber auch, um Menschen zu ehren, die aus unserer Sicht, aus der heutigen wie damaligen Sicht, positiv für die Gesellschaft waren. Und wenn wir jetzt aber Namen wie Peters und Wismann anschauen, Lüderitz anschauen, dann sind das natürlich Männer, die eben aktiv waren an der Beteiligung dieses Unrechtssystems Kolonialismus. Und auf die wir uns natürlich heute aus heutiger Sicht nicht mehr positiv beziehen können. Also insofern wird klar, der öffentliche Raum spiegelt unser Bewusstsein, unser gesellschaftliches Bewusstsein wider. Und wenn das wirklich getragen von Menschenrechten und Demokratie, dürfen eben solche Männer nicht weiterhin geehrt werden. Sondern es müssen Menschen geehrt werden. Und auch das ist ganz wichtig, die eben im Widerstand gegen Rassismus, gegen Kolonialismus standen.
Die Errichtung des Stadtschlosses des Humboldt-Forums in Berlin-Mitte wurde von der Zivilgesellschaft von Anfang an, also seit ersten Spatenstich, kritisiert. Aus verschiedenen Gründen. Ein ganz wichtiger Grund ist, dass mit diesem Gebäude, mit der Neuerrichtung dieses Gebäudes, Preußen als eine Gesellschaft, als ein Staat dargestellt hat, auf den wir uns positiv beziehen können, der wichtig ist für unsere eigene positive Geschichtserzählung. Aus meiner Sicht ist das sehr schwierig und sehr problematisch, weil damit ausgeklammert wird, welche problematischen, welche verbrecherischen Aktivitäten Preußen tatsächlich zu verantworten hat und was auch einhergeht mit den Zurschaustellen von Beute, beispielsweise in einem Museum. Das Konzeptmuseum, das Konzept ethnologische Museum, ist unmittelbar zu begreifen als Teil dieses kolonialen Denkens, dieser kolonialen Strukturen. Und dass das in dem preußischen Schloss stattfindet, zeigt eben, wie schwierig das ist, hier klarzumachen, dass das eigentlich nicht zulässig ist, dass es eigentlich nicht in Ordnung ist. Dass eigentlich dieser Bruch, mit dem wir uns eigentlich immer wieder rühmen, mit diesen Machtverhältnissen, dass der nicht wirklich stattgefunden hat. Die Bevölkerungsstruktur hat sich völlig in Deutschland geändert. Viele haben das Bewusstsein nicht. Wir haben Menschen, die nicht mehr präsent sind in der Topografie der Stadt. Ein Beispiel von Berlin. Wir sind eine Gesellschaft, die eine Vielfalt reflektiert. Von Geschichte, von Farbe, von Ortsfarbe und so weiter. Die müssen alle präsent sein. Und dann, wenn wir auch eine bessere Zukunft gestalten möchte, dann wird gesagt auf Deutsch oder auf Französisch sagen, also plus jamais ça, niemals wieder. Wenn wir niemals wieder, wenn wir das niemals nochmal machen möchten, dann muss, das muss präsent in unser Bewusstsein, muss präsent sein, was man sagt, okay, das ist schon passiert, wir wollen das nicht mehr und so weiter. Also das heißt, wir müssen, die Geschichte muss gepflegt werden, die Geschichte ist Teil unseres Lebens und so weiter. Dann können wir eine bessere Perspektive, also für unsere Kinder auch zu gestalten. Es ist deshalb wichtig, sich mit der Kolonialgeschichte zu beschäftigen, weil diese kolonialen Fortwirkungen unsere heutige Gesellschaft ganz stark prägen. Sprechen wir über Rassismus zum Beispiel gegenüber schwarzen Menschen, Menschen afrikanischer Herkunft, so ist es ein Ergebnis dieser 500-jährigen Kolonialgeschichte. Das heißt also, Unrechtssysteme haben nicht aufgehört mit der Abschaffung der Kolonialisierung, mit der Abschaffung der Versklavung, sondern die haben in unseren Köpfen fortgewirkt. Das heißt, wir sind alle davon stark geprägt, beeinflusst und je schneller wir uns davon abschieden, je schneller ist die Welt, in der wir leben, auch gerechter, fairer gegenüber allen Menschen und macht keine Unterschiede mehr nach Herkunft, Sprache, Religion und so weiter. Wenn wir Kolonialismus als ein Unrechtssystem begreifen, als ein Querschnittsthema, das alle gesellschaftlichen Bereiche betrifft, Bildung, Arbeitsmarkt, Handelsgerechtigkeit, dann wird klar, dass Dekolonisieren bedeuten muss, dass wir uns von diesen Macht-Herrschaftsverhältnissen ganz generell verabschieden, mit diesen Verhältnissen auch brechen und auch endlich eine Teilhabe aller Menschen auf diesem Globus ermöglichen, nicht eingeteilt nach globalen Norden und globalen Süden. Das heißt also, eine globale Gerechtigkeit ist ein Teil der Dekolonisierung und die muss sowohl hier in Europa stattfinden, aber auch eben in den ehemalig kolonisierten Ländern. Das Schöne an der Dekolonisierung, an dieser Prozesse, ist, dass tatsächlich die Zivilgesellschaft inzwischen sehr viele Projekte, Organisationen, Initiativen ins Leben gerufen hat. Aktuell zum Beispiel ist hier in Berlin das Projekt Dekoloniale zu nennen. Ein Kulturprojekt, das sich über 5 Jahre lang mit öffentlichen Raum beschäftigt, mit Interventionen im öffentlichen Raum beschäftigt, die kulturelle Ebene der Dekolonisierung deutlich und sichtbar macht. Und aber auch Menschen aus dem globalen Süden, aus den ehemaligen kolonisierten Ländern, einlädt, sich hier in Deutschland, hier in Berlin mit diesem Thema zu befassen, zu beschäftigen. Es gibt Ausstellungen in diesem Rahmen, es gibt Führungen, es gibt eine Kartierung, die die Orte auch nochmal abbildet, wo koloniale Spuren zu finden sind. Also ein ganz großartiges Projekt, mit dem man sich beschäftigen kann. Neben diesem Projekt Dekoloniale gibt es eine Koordinierungsstelle für die Aufarbeitung, für die Erarbeitung eines Aufarbeitungskonzeptes Berlins Kolonialgeschichte. Und auch das macht deutlich, dass dieses Querschnittsthema eben sich an alle Strukturen in der Gesellschaft richtet. Das heißt also, der Bildungskontext zum Beispiel ist wichtig zu nennen, die Wirtschaft ist zu nennen, das Klima ist zu nennen, Migration und Flucht sind zu nennen. Also alles Aspekte, die unser oder Strukturen, die unser Leben organisieren. Und auch hier nochmal klar zu machen, die sind alle durchdrungen von diesen kolonialen Wirksamkeiten oder Spuren. Des Weiteren gibt es noch kleine bildungspolitische Vereine wie Glocal e.V., die eine sehr spannende Webseite aufgestellt haben, ein Portal Mango und Bullets, wo man auch nochmal ganz dezidiert zu allen möglichen Fragen der Kolonialgeschichte, zu Rassismus abrufen kann. Videos, Filme,
Buchempfehlungen etc. pp. Wichtig ist, sich zu engagieren, egal wo man sich befindet. Das heißt, ob wir uns hier befinden oder irgendwie in einem anderen Land, engagiert euch. Hashtag erkenne Rassismus.